wunderbar, genau. Das wird jetzt hier ein Grundsatzvortrag. Nach der Mittagspause habe ich gedacht, müssen wir mal ein bisschen Dampf machen. Eva Stock, wer von Ihnen, wer von euch kennt Eva Stock? Herr Sebastian, noch einmal Dankeschön. Also müsst ihr mal nachschauen. Eva hat einen super Blog. HR is not a crime. Eva ist der Shootingstar der innovativen HR-Szene, möchte ich mal sagen. Und Eva hat vor ein paar Tagen auf LinkedIn gepostet, ich suche meinen Nachfolger, meine Nachfolgerin. Die war nämlich HR-Lead, ja, Team-Lead HR bei Trust Agent, einer Agentur, und wechselt jetzt zu einem Vorzeige-Startup, das gerade Investitionsgelder eingesammelt hat und Eva innerhalb von 2 Wochen rekrutiert hat. So, und ich weiß von Eva, dass sie ganz viel Feedback bekommen hat. Die sagt, oh Eva, deinen Job jetzt machen, in deine Fußstapfen, du hast so einen geilen Job gemacht und du machst so geile Arbeit und so. Ich traue mich das gar nicht. Ja? Und Eva sagt natürlich, naja, ist ja auch alles kein Hexenwerk, was ich gemacht habe. Das ist eine schöne Geschichte, das ist eine schöne Karriere. Wenn auch jemand Lust hat auf den Job bei Trust Agent, einfach mal bei Eva melden. Jetzt gibt es eine nicht ganz so schöne Vorgeschichte dazu. Wie ihr hier sehen könnt, deswegen habe ich euch das extra mitgebracht, war Eva ganz lange Personalentwicklerin bei der Deutschen Bahn. Großer Konzern, wir kennen ihn alle. Ja? Und Eva hat 1,5 Jahre gebaggert, sich bemüht, aus diesem Konzern und aus der Personalentwicklung rauszukommen. Ja, sie hat gesagt, ich möchte nicht nur Entwicklung machen, ich möchte HR-Management ganz allgemein machen und nicht im Konzern, sondern in einem Startup oder in einem agilen Umfeld. Und sie hat Gespräche geführt und beworben, Absagen gekriegt, Gespräche geführt mit der Intention, du ganz ehrlich, wir sind eigentlich nur neugierig, wer du so bist, warum bewirbst du dich auf einen HR-Manager-Job im Startup-Umfeld, im agilen Umfeld, du kannst doch nur Personalentwicklung im Konzern. Das war eine super frustrierende Erfahrung, die sie da gemacht hat, bis irgendwann Trust Agents ihr die Chance gegeben hat. Und jetzt ist sie der Shootingstar. Ja, tritt auf als Rednerin und so, hat einen super Blog, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Das finde ich ganz schön deprimierend, das finde ich ganz schön symptomatisch für unsere Arbeitswelt. Und ich möchte euch hier nicht deprimieren heute. Deswegen habe ich euch eine Erklärung auch dazu mitgebracht. Ich möchte das ein bisschen aufschlüsseln. Das eine ist, woran liegt das? Dass Eva solche Schwierigkeiten hatte, aus der Personalentwicklung im Konzern in ein agiles Umfeld zu kommen. Was ist unser Auswahlkriterium Nummer 1? Erprobtes Fachwissen und Erfolg. Und mit Fachwissen meine ich halt einmal, ja, du kannst ja Personalentwicklung, aber du kannst kein Arbeitsrecht, du kannst kein Recruiting, hast du ja noch nie gemacht. Also kannst du es nicht. Ja? Und du kennst doch gar nicht agiles Umfeld. Ey, du bist bei der Bahn, du bist bei einem Konzern, das kannst du doch gar nicht. Ich suche doch jemanden, der genau aus diesem Umfeld kommt. Und deswegen hat Eva auch überhaupt kein Problem, innerhalb von 2 Wochen den Job zu wechseln. Weil jetzt war sie 2 Jahre lang als HR-Managerin im agilen Umfeld. Also was zählt? Es zählt nur erprobtes Fachwissen und Erfolg. Das heißt, da ist jemand 4 Jahre Personalentwicklung bei der Deutschen Bahn. Das kann die, sie ist erfolgreich. Ich suche eine Personalentwicklerin, Eva würde ich nehmen. Für einen anderen Job nicht. Das ist ganz schön traurig, oder? Erst recht zu dem, was wir hier im Vorfeld schon gehört haben. Darum habe ich euch was zum Aufmuntern mitgebracht. Kennt ihr den ältesten Personalerwitz? Der ist ganz kurz, uns geht es um Persönlichkeiten. Ja? Wir haben es hier vorhin schon ganz am Anfang schon gehört. Ja? Bei uns steht der Mensch im Vordergrund. Das ist natürlich alles ein Witz. Ich habe mal überlegt, wie ist das wohl zustande gekommen? Habe dann gedacht, das muss in der Hochzeit der Industrialisierung gewesen sein, als die Menschen völlig ausgebeutet waren, die ersten Gewerkschaften entstanden. Der Staat sagte, die Armee sagte, wir können mit diesen schwachen Rekruten nichts anfangen, die alle nur aus dem Tagebau kommen. Ja, wir brauchen eine Armee, die schlagkräftig ist. Da hat man die Kinderarbeit abgeschafft, so in dieser Zeit. Da müssen so ein paar Industriemanager zusammengesessen haben und müssen überlegt haben, wie kommen wir von unserem Image des Buhmanns los, der die Menschen ausbeutet. Und dann haben sie ein paar Whisky getrunken, hat irgendeiner irgendwann gesagt, ach, weißt du was, wir sagen einfach, bei uns steht der Mensch im Vordergrund. Da haben sie alle totgelacht, bis auf einer. Und der wurde Arbeitsdirektor. Der konnte die Botschaft nämlich vermitteln, ohne rot zu werden. So, also das ist so meine Erklärung, also Persönlichkeit und Mensch. Ganz ehrlich, 99% aller Arbeitgeber spielt das überhaupt keine Rolle. Ich habe jetzt nur 30 Minuten Zeit, könnte ich Ihnen das alles, euch das alles nochmal erklären, aber in der Mehrheit der Fälle passt das nicht. Was machen wir? Wir rekrutieren und wir bewerten Menschen rein aus ihrer Vergangenheit. Ja? Das ist hier eine kleine Studie, die Professor Dr. Cunning gemacht hat mit 600 mit der Personalauswahl betrauten Personen.
Und er hat sie gefragt, was glaubt ihr, wie valide ist zum Beispiel die Berufserfahrung in Jahren? Wie aussagekräftig ist das, ja, dass jemand schon 5 Jahre im Controlling ist, wenn der weiter Controlling machen soll? Und da sagen die Personaler, zu über 50% ist das valide. Also ich suche einen Controller, dann nehme ich jemanden, der schon seit 5 Jahren Controlling macht. Die Eignungsdiagnostik sagt, die Validität liegt bei 7%. Also das ist nichts. Das ist wirklich nichts. Können wir den Umkehrschluss machen? Ja? Nur weil jemand seit 5 Jahren Controlling macht, heißt das nicht, dass er darin gut ist und dass er es wirklich gut kann. Er weiß, wie es geht. Andersrum, nur weil jemand noch nie Controlling gemacht hat, heißt das, dass er das nicht kann? Nein, er hat es nur noch nie gemacht. Wir wissen gar nicht, ob er das kann oder nicht kann. So. Aber wir leben halt immer aus der Vergangenheitsbewertung und das wird in Zukunft ein bisschen knapp. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das ist meine Realität. Ich mache ganz viel Sourcing von IT-Spezialisten. Ja? Und dann hier so ein Screenshot, ihr kennt das vielleicht bei Xing, ne? Ich suche Biete. Und dann schreiben ganz viele inzwischen, ich suche keine Jobangebote, wirklich keine Jobangebote, ganz unten, nein, immer noch keine Jobangebote. Ja? Liebe Headhunter, lassen Sie mich in Ruhe, ich möchte meinen Arbeitsplatz nicht wechseln. Das steht da bei jedem Fünften irgendwie gefühlt inzwischen drin. Das ist die Realität. Und das sind alles die gesuchten Fachkräfte, die alles genau das schon können, was sie jetzt im neuen Job gerade machen sollen. So, und wir fischen alle im gleichen Teich. Und Sven Gaber-Jansky, Zukunftsforscher, hat gerade einen tollen Podcast bei Xing, mit Xing gemacht und sagt, pass mal auf Leute, in 5 Jahren haben wir Vollbeschäftigung, dann können alle Unternehmen einpacken. Weil alle fischen nur in diesem ganz kleinen Teich und die Leute haben alle einen Job. Wir müssen ganz woanders rangehen. Die andere Thematik ist, World Economic Forum bringt immer so Studien und Forschungsergebnisse raus, was sind die Fähigkeiten, die wir in Zukunft brauchen. Ja? So, und in der Vergangenheit haben wir immer gesagt, und auch noch in der Gegenwart, wir suchen Fachwissen. Offiziell sagen alle, na, Fachwissen veraltet ja immer schneller, wir müssen lebenslang lernen. Aber rekrutieren Sie mal jemanden, der sagt, ich eigne mir das an, gib mir ein halbes Jahr Zeit. Den nimmt keiner. Ja? Sondern wir sagen alle, nein, du musst das jetzt schon können. So, World Economic Forum sagt, nein, Moment, Fachwissen taucht da gar nicht auf. Analytisches Denken, Kreativität, aktives Lernen, lebenslanges Lernen, kritisches Denken hat in der Vergangenheit nie jemand gedurft. Ja? Jetzt müssen sie es. Emotionale Intelligenz, Leadership, ich sag mal mit Menschen können irgendwie, ja, Teambuilding, Collaboration und so, das sind so die Schlagwörter. Also das wird die Zukunft. Und wenn wir jetzt da gucken, wo wir herkommen, dann wird uns ganz schwarz vor Augen. Also mir zumindest. So, und jetzt möchte ich mal ganz, ganz, ganz grundsätzlich mit euch darüber nachdenken, was haben wir denn eigentlich für ein falsches Denken in unseren Köpfen, dass wir so bekloppt sind, uns immer noch daran langzuhangeln? Und ich möchte mit euch einmal darüber nachdenken, wie entstehen Karrieren? Und da gibt es so Trainer, Berater und Buchschreiber und sonst irgendwie was, die sagen, mach dir einen Plan, ja, verfolge dein Ziel, du musst es nur wollen, ja, und dann machst du auch Karriere und zwar so, wie du dir das gedacht hast. Ganz ehrlich, guckt mal bitte in euer Umfeld, in euer eigenes Leben. Karrieren entstehen vor allem durch Zufälle. Das fängt allein schon damit an, dass deine Eltern sagen, Junge, mach was Anständiges, mach eine Lehre bei der Bank. So, und du hast keine Nerven, keine Energie, dagegen anzustinken. Ich wollte schon immer ins Theater, junge Bank. So, dann sind sie bei der Bank, bist du bei der Bank und dann sagt dein Chef dir nach der Ausbildung, also wenn du Lust hast, ich übernehme dich. Du hast gerade deine Freundin, die Freundin sagt, Schatz, lass uns doch mal in Urlaub fahren. Sagst du, okay, also sicherer Job, Bank, mache ich. Bist du 3 Jahre Sachbearbeiter bei der Bank, jetzt willst du dich verändern. Ja, wo willst du dich denn hin verändern? Keine Ahnung, vielleicht ins Controlling. Erst ja, in Controlling-Erfahrung? Nee, ich kann nur Sachbearbeitung bei der Bank. Ja, den Jobwechsel, den kriegst du hin. So, und so klebst du dein Leben lang in der Bank, bei der Sachbearbeitung, in der Immobilienbewertung oder irgendwie was anderes und denkst die ganze Zeit, scheiße, warum habe ich auf meinen Vater gehört? So, und wie entstehen denn weiter, wie wird man denn befördert? Ja, befördert wird man durch Beziehungen und Bündnisse. Böse Worte sagen Seilschaften. In der Beratung ist das klassische Wort Sichtbarkeit. Ja, wenn du Partner werden willst, Manager in einer Beratung, dann musst du sichtbar sein. Und zwar beim Top-Management und allen anderen Partnern. Es ist völlig egal, was du kannst. Wenn du nicht sichtbar bist und das zeigst, was du kannst, befördert dich niemand. Dann sagen alle, wer ist denn der Zaborowski? Der soll befördert werden, den kenne ich überhaupt nicht. Daumen hoch, Daumen runter. So, warum sind so wenig Frauen wirklich in führenden Positionen? Weil die da keinen Bock drauf haben, weil die Männer sie nicht in den Seilschaften ziehen. Ja? So, Bündnisse. Gibt es ganz klassische Beispiele, je höher sie nach oben kommen, sie kriegen dann den einen Job nur noch, weil sie mal den anderen supportet haben und der nachher sagt, komm, jetzt ist mal der Zaborowski dran. So entstehen Karrieren, im Wesentlichen Zufälle. Natürlich, am Anfang muss man auch ein bisschen was können, ja? Aber nachher wird das schwierig.
Also nicht mehr so wichtig. Es gibt eine langjährige Karriereberaterin, oh Gott, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, weil es so spontan ist, die sagt, pass mal auf, alle meine Klienten, Mitte 40, Anfang 50, Top-Manager, ja, stehen irgendwann in ihrem Büro, gucken nach draußen und fragen sich, wie bin ich hier eigentlich hingekommen? Und ist das eigentlich das, was ich machen will? Nee, die Sachen entstehen einfach. Oder eben auch nicht, weil du keinen hast, der dich supportet. Der nächste Gedanke, wie entsteht Erfolg? Und ich lehne mich jetzt hier aus dem Fenster. Ja, ich weiß das. Auch hier gibt es wieder, also das ist eine ganze Industrie. Ja, Bestsellerlisten. Wie führst du ein glückliches Leben? Wie kommst du ans Ziel? Gestern die E-Mail bekommen. Nie mehr mittelmäßiger Sex. Ja? So, kauf meinen Online-Kurs. Mach dir einen Plan, setz dir ein Ziel, mach dir einen Plan. Und wenn du es willst, ja, dann erreichst du es auch. Wenn du es nicht erreicht, hast du es nicht genug gewollt. Ja? Ich bin der anderer Meinung. Es gibt ein tolles Buch, Die Kunst des Glücklichen, des guten Lebens, von Rolf Dobelli, Bestseller-Autor. Der hat ein paar von diesen Büchern geschrieben. Und der hat ein Kapitel, die Eizellenlotterie. So, und das ist mal ganz einfach. Ich mach das mal ganz banal. Warum sitzen wir heute hier? Weil wir in Deutschland leben, in einer friedlichen, demokratischen Nation, ja, alle einen Job haben, aus welchen Gründen auch immer, und uns die Zeit nehmen können, hier zu sitzen. Würden wir jetzt gerade in Jemen leben, würden wir nicht hier sitzen, nicht in einer Konferenz. Wenn die ganzen, ihr ganzen Mädels, die alle jetzt hier sitzen, wenn ihr vor 500 Jahren geboren wäret, könntet ihr nicht mal lesen und schreiben. Das könnt ihr ungerecht finden, ja, die meisten Männer übrigens auch nicht, ja. Aber das habt ihr euch ja nicht ausgesucht. Das haben wir uns ja nicht ausgesucht, dass wir jetzt, gerade jetzt hier leben. Und stell dir mal vor, wir wären in Deutschland 1940, dann würden wir hier auch nicht sitzen. Ja, aber wer hat das denn in der Hand? Ja, niemand von uns. So, deswegen sagt Dobelli, Dankbarkeit ist die vom Glück Auserwählten, also für Sie und mich, die einzig angemessene, das einzig angemessene Lebensgefühl. Und diese ganze Intelligenz und diese Eloquenz, die sie auszeichnet, dieses Lebensfrohe, ja, wo haben Sie das denn her? Wo habt ihr das denn her? Das haben wir uns doch nicht irgendwann mal als Baby vorgenommen. Das hatten wir einfach. Ja, warum? Ja, keine Ahnung. Und warum ist meine Schwester hochgradig depressiv und war schon immer so? Ja, ich weiß es nicht. Hat die sich das vorgenommen? Nein. Also, wir sind gar nicht so autonom, wie wir uns immer gerne geben. Wir können nur mit dem leben, was das Leben uns gibt. Auch allein das Leben ist ja schon geschenkt. Oder hat irgendeiner von euch gesagt, ich würde jetzt gern geboren werden? Und auch, dass wir atmen, machen wir ja ganz automatisch. Ne? Das ist ein Geschenk. Merken wir gar nicht. Wie gesagt, ich rüttel hier an so ein paar Grundfesten. Die Erfolgslüge. Viele Organisationen sind vom Dogma individueller Leistung durchdrungen, dabei ist Einzelleistung ein Mythos. Ja? Sagt Nils Pflegig, ehemaliges großer Controller im großen Konzern, hat sich selbstständig gemacht, forscht und lehrt zu Thema Organisationsentwicklung und New Work. Rüdiger Hossip, Eignungsdiagnostiker, ich bin großer Fan von dem Mann, hat mir mal auf eine Anfrage geschrieben, das Problem ist, dass wirklich niemand ein auch nur im Ansatz funktionierendes Modell vom individuell verursachten beruflichen Erfolg hat. Das heißt, wenn wir uns hinstellen und sagen, ich bin geiler Macker und ich mache hier die riesen Umsätze oder ich, keine Ahnung was, bin der tolle Softwareentwickler und deswegen ist alles so cool, dann würde Hossip sagen, naja, das ist alles relativ. Warum? Es reicht nicht nur, selber gut zu sein, sondern ich brauche auch die Chance, es zu zeigen. Ich brauche einen Türöffner, ich brauche eine Möglichkeit. Und wie viele Einsteins, wie viele Künstler, wie viele große Unternehmenslenker krepieren mit 3, 4, 5 Jahren, weil sie verhungern, weil sie AIDS-weise sind oder was auch immer. Die kommen hier nur an Land, da werden nach oben gespült, weil sie die Möglichkeit haben, weil wir hier die Bildung haben, weil wir hier das soziale Umfeld haben, weil wir Eltern haben, die sich um uns kümmern. Das haben wir uns aber nicht ausgesucht, das ist einfach so. Dankbarkeit ist das eigentlich einzig angemessene Gefühl. Wir brauchen Chancen. So. Und diese Chancen, die werden uns vom Leben gegeben oder auch nicht. Ich komme nicht in einen Fatalismus. Ich sage nicht, ja gut, dann pack nimm dein Schicksal halt so an, dann kannst du halt nichts machen. Dann bleib halt auf dem Sofa sitzen. Das sage ich nicht. Komme ich gleich zu. Wir müssen zu einem besseren Verständnis von Talentmanagement kommen. Wenn ich Talentmanagement höre, dann höre ich, wir haben die Top 20 Absolventen, Nachwuchsführungskräfte, ja, in unseren Talentmanagement-Pool gepackt.
Und die werden gepampert und gefördert und denen werden Chancen ermöglicht ohne Ende und die sind sichtbar und die, das aus, wenn aus denen nichts wird, also dann können sie wirklich nichts. Bei dem Support, die bekommen. Aber was ist denn mit der ganzen anderen Masse der Mitarbeiter? Die kriegen den Support nicht. So. Grundsätzlicher Gedanke, Tempel von Delphi, Menschheitsweisheit. Auch darüber können wir lange sprechen. Über dem Tempel von Delphi steht, erkenne dich selbst. Werde, der du bist. Wenn wir das mal kurz sacken lassen, dann sagen wir, hey, Moment mal. Werde, der du sein willst, sagen wir doch heute. Nimm dir was vor, werde Einhorn. Nein. Tempel von Delphi sagt, werde, der du bist. Ich kann nicht alles werden, was ich will. Ich werde niemals Wimbledon-Sieger. Ich habe als junger Mann Tennis gespielt wie bekloppt. Ich habe trainiert ohne Ende, Krafttraining, Sondertraining genommen, Fitnesstraining. Ich habe alle meine Spiele an Nummer 6 in der zweiten Herrenmannschaft gewonnen. Die Nummer 1 in unserer zweiten Herrenmannschaft, die hat mich auch mit besoffenem Kopf besiegt. Da konnte ich so viel trainieren, wie ich wollte. Also ich werde nie Wimbledon-Sieger. Was aber liegt denn in mir? Ich habe eine Verantwortung dafür, das herauszuarbeiten, das ans Leben zu bringen, was in mir liegt. Aber das ist nicht alles. Und deswegen heißt es ja auch, erkenne dich selbst. So, und was heißt jetzt erkennen? Jetzt müssen wir nochmal wieder in die alte Zeit gucken. Dieses Wort erkennen, wir sagen, ja, das ist theoretisch. Ja, ich gucke in den Spiegel und ich mache mir ein schönes Bild von mir und sage, ja, ich bin voll der intelligente Mensch. Nein, erkenne dich selbst. Erkennen heißt, erforsche dich, erfahre dich. Es gibt in den Schöpfungsbericht, ja, Adam erkannte seine Frau und sie ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Ja, der hat bestimmt nicht gesagt, eine Frau. Nein, der hat sie erforscht, der hat sie erkannt, der hat sich mit ihr vertraut gemacht. Und so soll ich mich auch mit meinem Leben und mit dem, was in mir steckt, bekannt machen, vertraut machen. Und wie geht das? Und das ist jetzt der Punkt. Wie kriege ich das hin? Nicht durchs theoretische Nachdenken, sondern indem ich es ausprobiere, indem ich Erfahrungen mache. Und dann sind wir bei, ich muss erstmal die Möglichkeiten haben, die das Leben mir schenkt. Aber ich brauche noch was anderes. Und Sebastian hat unheimlich viel sich auf die Bibel bezogen, finde ich total krass, total cool. Ich habe ihm nämlich auch einen Bibelvers mitgebracht. Das ist hier eine Offenbarung, ich meine das völlig ernst. Wer ansatzweise von Ihnen ein bisschen die Bibel kennt, der kennt bestimmt den Spruch, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen. Luther übersetzt auch Gehilfen. Daraus hat sich übrigens auch das Patriarchat gespeist. Ja? Schöpfungsordnung, der Mann über der Frau. Die Frau hat nichts zu sagen. Gott hat die Frau als Hilfe geschaffen, damit der Mann sich entfalten kann. Das steht da aber gar nicht. Hat erst die moderne Bibelwissenschaft in den letzten 30, 40 Jahren herausgefunden. Das Originalwort, das da steht, lautet Rettung. Ich will ihm eine Rettung schaffen. Und dieses Wort, das wird auch benutzt zum Beispiel vom Psalmbeter, der sagt, von wo kommt mir meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Meine Rettung kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das heißt, diese Weisen, die Bibel geschrieben haben, die setzen den Menschen auf eine gleiche Stufe wie Gott in Bezug auf das Miteinander. Und sie brauchen es gar nicht so theologisch spirituell nehmen. Ich habe Ihnen hier noch was anderes mitgebracht, einen YouTube-Vortrag. Clifford Geertz, ich kenne ihn jetzt allerdings nicht, aber hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Unsere menschliche Natur wird viel eher geschaffen als entdeckt. Und er sagt damit, da ging es auch um das Thema New Work, Arbeitsbedingungen und sowas. Ja, die Arbeitgeber wundern sich, warum sie Menschen, Mitarbeiter haben, die nicht mitdenken, die nicht schalten, die nicht mal ein bisschen flexibel sind, weil sie von ihnen immer genau das nur gefordert haben. Wir sind so, wie wir geschaffen wurden von unserem sozialen Umfeld, von unseren Arbeitgebern. Es liegt allein in der menschlichen Natur, dass das menschliche Wesen ganz stark durch die jeweilige Gesellschaft geprägt ist. Wir erschaffen die menschliche Natur, indem wir jene Institutionen erschaffen, in denen Menschen leben und arbeiten. Also der Mensch wird viel eher geschaffen als entdeckt. Ist eine steile These, kann man mal drüber nachdenken. Vielleicht sagen Sie jetzt, Zamborowski, pass mal auf, das ist mir alles irgendwie zu abgedreht, das ist mir zu unkonkret, ich möchte Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Und zwar von mir. Ja? Ich stehe jetzt hier, ich bin jetzt seit 5 Jahren selbstständig. Die Leute sagen mir jetzt, oh, Zabrowski, du hier, Vortrag und so, super, finden wir ganz toll und du bist so super erfolgreich und man liest überall von dir.
Mag alles sein. Liegt das jetzt an mir? Bin ich so ein geiler Macker oder sowas? Nee. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich innerhalb von 3 Jahren 3-mal meinen Job verloren habe. Also ich wurde rausgeschmissen oder der Job wurde wegrationalisiert. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe, scheiß auf Festanstellung, die ist auch nicht mehr sicher. Ich war 8 Jahre vorher schon mal selbstständig und das ist komplett in die Grütze gegangen. Also glaubt mir, ich hatte eigentlich keine Motivation, mich selbstständig zu machen. Ich war nicht überzeugt, dass das funktioniert. Ja? Es war mir eine Flucht. Ich hatte keinen Bock mehr für einen Chef zu arbeiten, der sagt, Daumen hoch, Daumen runter, Zaborowski darf bleiben oder nicht. So, das war erstmal die Voraussetzung. Dann rief mich ein ehemaliger Kollege an, der hat sich selbstständig gemacht, sagt, Henrik, du machst dich selbstständig, hol dir einen Existenzgründungskredit von der KfW. Ich sage, nee, mache ich nicht. Das ist mir zu doof. Das muss auch so gehen. Eine Woche später hat er mich nochmal angerufen. Henrik, hast du schon den Existenzgründungskredit von der KfW? Ich sage, So, und dann habe ich überlegt, habe gesagt, pass mal auf, der ist mehr Unternehmer als ich, wenn der sagt, mach das, okay, dann mache ich es. Und dann habe ich den beantragt und ich habe ihn tatsächlich auch bekommen. Hätte ich den bekommen müssen? Nein. Es war eine Zusage von der KfW bzw. der Sparkasse, die das organisiert hat. Ich habe meine erste nennenswerte Rechnung geschrieben. Da hatte ich von diesem Existenzgründungskredit noch 2.000 Euro. Mein privates Ersparnis war sowieso schon weg. Ein Monat später, und ich hätte irgendeinen Job annehmen müssen und hätte in den nächsten 10 Jahren als Arbeitnehmer mit meinem Nettogehalt 50 Euro Raten meine Schulden abbezahlen müssen. Ein Monat später. Ich habe einen Auftrag bekommen, der mich sozusagen gerettet hat. Und dann habe ich da einen guten Job gemacht, einen richtig guten. Überhaupt keine Frage. Warum war ich da richtig gut? Weil ich eine Führungskraft als Partner, als Recruiting-Partner hatte, der richtig, richtig gut war und richtig, richtig gut mitgemacht hat. Das heißt, ich habe einen geilen Job gemacht, aber ich konnte das nur, weil ich einen Partner hatte, einen Hiring-Manager, der mitgezogen hat. So, dann haben wir innerhalb von 3 Monaten 15 IT-Spezialisten eingestellt und alle im Unternehmen sagten, Henrik, wir wussten gar nicht, dass das überhaupt noch möglich ist. So, das hat ein Bekannter mitbekriegt und der hat gesagt, Henrik, wenn du das geschafft hast, ich habe hier noch ein Projekt für dich, das ist genauso ein dickes Brett, aber dann kannst du das auch. So, was will ich damit sagen? Ich habe Zusagen bekommen. Wir leben als Menschen von Zusagen. Und wenn mir niemand diese Zusage gibt, du kriegst jetzt das Projekt, ich traue dir das zu, dann kann ich so gut sein, wie ich will, dann kann ich nicht leben. Es gibt einen Vordenker, der wird gefeiert in der Online-Welt für seine geilen Thesen, für seine geilen Blogartikel und alles, was er macht. Und er sagt mir, Henrik, ich habe kaum Aufträge. Ich bekomme keine Zusagen. Warum? Weil die alle zurückschrecken und sagen, wissen Sie was, das ist zu gut, zu konkret, das kann ich meinen Mitarbeitern nicht zumuten. So weit sind wir noch nicht. Also Sie können der Top-Performer sein, aber Sie können es nicht zeigen, weil Sie bekommen keine Zusagen. Was will ich damit sagen? Wir leben von Zusagen. Und wie bin ich hier auf so eine Bühne gekommen? Weil ich angefragt wurde. Peter Wald, Agile Innovation Day, rief mich an und sagt, Henrik, ich möchte dich als Keynote-Speaker haben. Dann habe ich gesagt, Peter, Mensch, was für eine Ehre. Ja, klar, mache ich. Und dann habe ich diesen Vortrag gehalten, der wurde aufgezeichnet, habe mir den hinterher angeguckt und habe gesagt, grotten schlecht. Was hast du da nur gemacht? Aber das Feedback war gut zu den Inhalten. Ja? Und dann war der nächste Sourcing Summit und Barbara Bremer sagt, Henrik, und du hältst einen Vortrag auf der großen Bühne, dafür sorge ich. Weil du kannst das, ich traue dir das zu. Wir leben von Zusagen. So, und die Frage ist, was ist denn mit den Menschen? Wie gut oder wie schlecht sind sie denn? Und da müssen wir einfach sagen, keine Ahnung. Es kommt nämlich nicht nur auf den Menschen an sich und seine Fähigkeiten, sondern auch auf die Möglichkeiten, auf die Chancen an. Ich brauche Zusagen. Ich brauche Menschen, die mir Chancen eröffnen. Und dann sind wir beim Talentmanagement. Ich betreue habe einen großen Kunden, mehrere hunderttausend Mitarbeiter, der sitzt im Nichts. Und die suchen IT-Spezialisten. Und alle IT-Spezialisten sagen mir, oder ganz, ganz viele, Zaborowski, geiler Job, aber vergiss es, ich müsste ja jeden Tag mindestens eine Stunde eine Fahrt pendeln. Das mache ich doch nicht. Ich habe hier 10 Minuten Entfernung, habe ich 3 Top-Arbeitgeber. Ja? Oder ich müsste umziehen. Warum sollte ich umziehen? Ich kann mir meine Jobs in meiner Region aussuchen. So. Das heißt, dieses Unternehmen bietet geile Jobs, aber bekommt keine Zusagen. Hilft ihnen dann auch nichts. Hilft der geile Job nichts. So, und gleichzeitig haben die dann Bewerber, die sagen, ich will unbedingt zu euch. Ja?
Und dann guckt der Fachbereich sich den CV an und sagt, der kann das aber nur zu 70%. Und sagt ab. Und dann sind wir beim Talentmanagement. Dann sind wir bei Führung. Dann sind wir bei Fachbereichen, wo ich sage, liebe Leute, schmeißt mal eure Führungskraft raus. Das ist eine Katastrophe mit denen. Die führen doch gar nicht. Die haben überhaupt kein Interesse. Wenn wir kommen dahin, das sagt Jansky, in 5 Jahren, dann müssen Sie jeden Bewerber nehmen, danken, dass du dich bewirbst, dass ich mich mit dir beschäftigen darf. Jetzt lass uns mal gemeinsam gucken, welchen Job können wir für dich kreieren. Es werden heute noch die Menschen in die Jobs geflanscht. In Zukunft werden die Jobs an die Menschen angepasst. Da habe ich schon 99, 2000 meine Diplomarbeit drüber geschrieben. Ja? Und dann kam der 11. September und dann ging der Markt den Bach runter und dann war eh alles perdu. Und ich hoffe, ich bete jeden Tag für die nächste Nicht-Weltwirtschaftskrise, weil dann werden wir im Recruiting wieder 50 Jahre zurückgeschleudert. Dann sind wir wieder bei, schicken Sie mir mal Ihre 100 Bewerbungen und sowas. So, Talentmanagement heißt, ich muss Chancen eröffnen. Ich muss den Menschen nehmen und dann sind wir bei Eignungsdiagnostik. Natürlich gibt es ein paar Faktoren. Ich muss gucken, passt die Persönlichkeit? Kann jemand analytisch arbeiten? Kann jemand sorgfältig arbeiten? Ich zum Beispiel nicht. Aus mir wird nie ein Controller, aus mir wird nie ein Projektmanager, aus mir wird nie eine Führungskraft. Aber vielleicht, oder auf jeden Fall ein guter Recruiter, vielleicht auch ein guter Vertriebler. Ich könnte auch predigen, ich könnte auch Fernsehmoderator werden, Journalist. Ich könnte eine Menge machen. Dann müsste mir die Chancen eröffnen. Die Talente dafür habe ich. Und dann entwickelt sich das doch. Erkenne, wer du bist. Und das erkennen wir nur, wenn unser Umfeld, wenn ihr als Führungskraft, als Personaler den Bewerbern die Chance gebt oder euren Mitarbeitern. Und das ist ja auch noch, und ich bin super in der Zeit, das ist ja auch noch die Ironie an der ganzen Nummer. Wenn ihr mal intern guckt, wie werden Stellen besetzt mit internen Mitarbeitern, da ist jemand, der hat das Vorstandssekretariat geleitet und wird auf einmal Leiter Recruiting. Und du fragst dich, einmal gerade, was ist das? Der kann doch gar nicht, oder sie kann doch gar nicht Recruiting, die hat das doch noch nie gemacht. Die Argumentation ist immer, ja, aber wir kennen sie. Und das ist ein toughes Mädel, die ist gut vernetzt, die kann ein bisschen Führung und das bisschen Recruiting-Wissen, das bringt sie sich schon bei. Intern kriegen wir das hin. Warum? Weil wir die Menschen kennen, weil wir ein gutes Gefühl haben, weil wir sagen, dem Zaborowski, dem traue ich es zu. Der kann das. Aber in dem Moment, wo jemand kommt und sich bewirbt mit einem Lebenslauf und einem Anschreiben, das eh keiner liest, sagen wir, nee, der kann das nicht. Und wir geben ihm keine Chance. Und das können wir uns in Zukunft nicht mehr leisten. Deswegen meine Bitte an euch, morgen, wenn ihr die Möglichkeit habt, eröffnet den Menschen Chancen. Vielen Dank. Vielen Dank, Henrik. Jetzt verrate ich dir was. Du bist auf der richtigen Bühne. Dem einen oder anderen habe ich es in der Pause erzählt. Das hier wird am Wochenende von der Freikirche genutzt, oder das ist eine Freikirche im Grunde genommen. Hier wird auch gepredigt. Das ist eigentlich deine Bühne. Man spürt den Spirit. Ja, ein schönes Bild. Ne? Amen. Genau. Und ich bin ganz sicher, dass wir hier Fragen im Publikum haben. Ja, gerne. Kontroverse. Kontroverse. Jetzt schaue ich mal den ersten Mutigen, der nach der Mittagspause die Hand hebt, und da haben wir ihn schon. Danke. Hi. Hallo, hört ihr mich? Ja. Okay. Daniel nochmal. Ich möchte dir gar nicht widersprechen, sondern ich will dir zusprechen. Ich kenne nämlich Könchen und Glück in Darmstadt. Vielleicht kennt der ein oder andere die Firma auch. Das ist ein 15-20-Personen-Unternehmen. Die haben ihre Bewerbungstexte, Profile gelöscht. Und die haben gesagt, sie setzen jetzt erstmal nur auf Initiativbewerbungen und gucken dann, wie die Person, die sich da bewirbt, quasi in das Unternehmen passt und was sie da leisten kann. Deswegen finde ich das einen sehr schönen Ansatz und wollte auch mal so eine Idee teilen. Super, vielen Dank. Ich gebe natürlich gleich fairerweise dazu, dass ich kann das nicht machen, wenn ich weiß, ich bekomme 100 Bewerbungen. Ne? So, aber wenn ich nur 5 habe... Dann muss ich anfangen zu sagen, können wir den Job dir zuschustern? Die haben genug Bewerbungen gehabt. Okay. Das ging nur darum, sie wollten sagen, sie wollen Persönlichkeiten, Menschen und nicht halt jemanden, der genau das schreibt, was im Stellenprofil steht, damit der überhaupt eine Chance hat, dahin zu kommen und sich vorzustellen. Ja, super, vielen Dank.
Weitere Anmerkungen oder Fragen? Wie gesagt, auch gerne Widerspruch. Ich habe ja nur eine halbe Stunde Zeit gehabt, also gerade Thema Personalauswahl kann ich euch auch eine Stunde was zu erzählen. Ihr müsst mir nicht alles glauben. Ich bin nur so ein Feld-, Wald- und Wiesentyp. Hab noch nicht mal, naja, doch, ein Studium habe ich gerade so geschafft. Okay. Henry, ich bin sicher, die ergeben sich schon. Ich glaube, wir sind uns alle einig und deswegen... Genau, wir sind uns alle einig, aber ein bisschen frustriert bin ich schon, weil warum? Weil du gesagt hast, hier, das ist alles nur Zufall, ich bin hier in die Eizellenlotterie gelangt und deswegen stehen wir heute hier. Nein, also ich fand deinen Vortrag wunderbar. Wir haben dich ja auch als Luther des Recruitings hier angekündigt und ich glaube, du hast den einen oder anderen Impuls gegeben und wir machen ja nachher noch eine Kaffeepause, dann können sie alle... eine gibt es noch hier vorne in der zweiten Reihe. Oder eine Anmerkung. Anmerkung. Keine Kontroverse, weil ich danke für den Vortrag, weil da endlich mal mit so viel Popanz, den ich über die ganzen Jahre gehört habe, mal ein bisschen aufgeräumt worden ist und von jeder kann alles und so weiter. Schön, das endlich mal einfach mal realitätsnah zu hören. Vielen Dank für das Feedback, sehr gerne. Genau, in der Mittagspause. Da ist noch was. Genau. Ich war ja auch so super in der Zeit. Ja, absolut. Du bist der Einzige, der nicht angezählt worden ist. Das können wir aber gerne nachholen. Wir können Sie ja noch nicht gehen lassen. Nur eine kurze Frage. Ich finde es gut, was Sie gesagt haben. Ich denke, das passt auch. Ich denke, viel kommt auf den eigenen Weg. Kann das nicht trotzdem dazu führen, dass man einfach sagt, ja gut, dann bleibe ich mal sitzen und warte, was passiert? Guter Punkt. Danke. Genau. Martin Walser hat mal sehr, sehr weise gesagt, nichts ist ohne das Gegenteil wahr. Ja, so. Und ich kriege mal ein bisschen die Krise, wenn ich diese ganzen Motivationscoaches erlebe, ja, die sagen, tschakka, 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 komm, du musst es halt nur wollen. Es ist richtig, wenn ich nur auf dem Sofa sitzen bleibe, erreiche ich nichts. Ne? Ich habe meine Projekte, meine Aufträge im Wesentlichen durch persönliche Beziehungen bekommen, die ich aber aktiv geknüpft habe. Ne? So, genau. Aber auf der anderen Seite, also das ist richtig, ich habe natürlich einen Eigenanteil, ich habe eine Eigenverantwortung für mein Leben, überhaupt keine Frage. Nur aus meiner Sicht, das wird so extrem überbetont heutzutage, dass jeder, der es nicht schafft, was aus seinem Leben zu machen, irgendwie sich fühlt wie eine miese Sau. Ja? So. Und das ist halt nicht, sondern die andere Wahrheit ist halt, du brauchst halt auch die Chance dafür. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Ne? Wenn ich mich hinsetze und sage, geil, ich habe jetzt das Projekt und jetzt lasse ich mir mal 3 Monate es gut gehen und hoffe, dass mein Auftraggeber nicht merkt, dass ich gar nichts mache und gibt mir meine Kohle, das funktioniert halt auch nicht. Danke. Ja. Okay. Vielen Dank. Super. Danke dir, Henrik. Mach die Bühne frei. Dein Applaus. Vielen Dank.